Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Cyberpunk 2077 mit mir, Ralf. In der letzten Folge haben wir einen Informanten ein wenig ausgequetscht und wissen nun, wo dieses komische, jetzt wollte ich schon Afterlife sagen, wo diese komische Absteige oder Bar ist. Und wir haben herausgefunden, dass man da nur reinkommt, wenn man eingeladen ist. Und dass sie kurz nach dem Tod von diesem Politiker den Standort quasi verlegt haben. Also das Etablissement mal geschlossen und ein neues gegründet haben. Oder alternativ, naja, müssen wir noch gucken, wie und was da los ist. Dann hat uns Panam angerufen. Ihr Ordens, oder was heißt Ordens, ne? Ihr Familienoberhaupt, nenne ich ihn jetzt mal, wurde entführt. Mich nicht an. Otze. Und den sollen und das sollen wir helfen zu retten. Es überschlagen sich gerade die Sachen. Machen wir jetzt die Sache mit Judy oder machen wir jetzt die Sache jetzt mit dieser Adresse und diesem Detektiv, die pausiere ich jetzt mal. Mache ich jetzt zuerst das mit Judy oder mache ich das zuerst mit Panam? Dann würde ich erstmal das mit Judy machen, weil der hier klingt, hier steht schon drin, an deiner Stelle würde ich keine Zeit vergeuden. Somit hat das mal Vorrang. Ja, wir haben hier gleich einen Schnellreisepunkt. Ja, geilo. Anna, wo bist du? Ja. Wie? Gut, dass du hier bist. Wusste nicht, dass du dich mit den Aldecaldos vertragen hast. Gehen mir nach wie vor manchmal extrem auf die Titten. Aber, weißt ja. Familie. Du sagst es. Was ist los? Sag schon. Die Race haben Saw. Die Bleibirne ist mit einer zu kleinen Patrouille raus und jetzt verschwunden. Sicher, dass es die Raves waren? Wir überwachen ihr Lager. Wir wissen, dass sie Gefangene haben. Darunter auch jemand Wichtigen. Wir müssen Saw befreien. Weiß nicht wieso, aber ich wusste, ich kann auf dich zählen. Immer, Panam. Du und ich, wir sind Schumbas. Dachte, das weißt du. Vorsicht, sonst glaub ich dir noch. Dann wirst du mich nicht mehr los. Ich werd's überleben. Bei allem guten Willen hast du aber bestimmt nichts gegen eine kleine Belohnung. Das beste Gewehr der Westküste. Eine Tektronica Grad. Du hast sie schon in Aktion erlebt. Und obendrauf der Dank der Aldecaldos. Hört sich schick an. Ja, finde ich auch. Jetzt wird aus schick ganz schnell arschgeil. Jetzt komm mit. Mitch erklärt dir die Details. Ja, Moment. Wollte ich gerade was trinken? Ich werd nicht mehr. Panam und wie? Was ist denn da los? Die Welt geht unter. Die? Lässt sich hier blicken nach der Sache mit Scorpion? Saul wahrscheinlich. Ignoriere das. Hey, Panam. Ernsthaft? Du willst das echt durchziehen? Irgendwer muss es tun. Du weißt, dass das durchgeknallt ist, oder? Irgendwer muss es tun. Mit mehr Nachdruck wird's nicht unbedingt glaubhafter. So ein Mist. Wie sieht's aus mit Fassins alter Geschichte? Na gut, dann bring die nur zurück zu Mathe und mach dich ab. Mhm.
Kannst du mir von dem Chrom was empfehlen? Naja, Cyberimplantate sind wie Schuhe. Jeder braucht was anderes. Mitch, er sollte ein Netrunner hat nicht dieselben Bedürfnisse wie ein Solo. Aber wenn du viel Zeit in den Badlands verbringst, lohnen sich Tarnimplantate. Holoscan, aktive Camouflage, da gibt so einiges. Im Vergleich zur Stadt sieht es hier vielleicht leer aus. Aber weniger Leute machen einen nicht gleich sicherer. Meine Empfehlung? Beweg dich leise. Erwecke nicht zu viel Aufmerksamkeit. Oder es wird schnell ungemütlich. Aktive Camouflage? Gleich auf den Punkt. So mag ich's. Hast du das im Angebot? Hä? Was hat man hier? Schaden. System. Da hat er gar nichts. Unität gegen. Okay. Ich kann von dem nur eins reinmachen. Schade, ich kann den nicht kombinieren. Doppelsprung. Bietet das mir nicht mehr? Wo war dann die Tarnung, von der er gelabert hat? Nichts davon gesehen. Der Gesundheit ist immer gut. Und Kapazität erhöhen. So. Okay, wie willst du das durchziehen? Still und leise. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Mitch kümmert sich schon um die Drohne. Du schleichst dich ins Wraith-Lager? Ich deck dich. Moment. Heißt das, nur wir zwei gehen rein? Und was ist mit euch? Sieh dich um! Die letzten Angriffe haben die Hälfte von uns ausgeschaltet. Unsere Vorräte hängen irgendwo bei Reno fest. Und die Ausrüstung ist Rotz. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße.
Wer weiß, ob wir uns da je wieder allein rausziehen können. Euer Anführer wird geschnappt und ihr hofft auf das Beste? Ich denke lieber nicht darüber nach, was ihr für die Schwachen unter euch tun würdet. Du hast echt Nerven. Lass sie, Carol. Sie kann es nicht verstehen. Mitch ist da. Ich habe eine Drohne zum Wraith-Lager geschickt. Willst du es dir ansehen? Oder lieber noch weiter rumnörgeln? Dann sehen wir mal, was wir haben. Die Ruffen können sie nicht sehen. Tarnung ist an. Aber das frisst massig Akku, also beeil dich. Die haben sich in der Zementfabrik breit gemacht. Mit einer Menge Ausrüstung. Die sind wie Heuschrecken. Schwärmen irgendwo ein, fressen alles kahl und gehen wieder. Aber diesmal... Siehst du die Wand? Die haben primitive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das spricht dafür, dass sie planen, länger hier zu bleiben. Frage ist nur, warum? Ich wette, einer der Gründe ist Saul. Wenn er noch da ist. Wir müssen da rein. Elitenschüssel. Der Wachposten dort ist bestimmt mit dem Rest des Lagers verbunden. Dort gehen wir rein? Vielleicht. Aber es gibt auch Lücken in der Mauer und schlecht bewachte Bereiche. Ein Kran? Generator? Okay, dann habe ich jetzt mit alles erfasst in dem Bereich. Alles erfassen. Siehst du die Spuren? Reifenspuren. Ihre Fahrzeuge waren schwer beladen. Explosive. Ausrüstung gewesen sein. Das oder Saul ist nicht ihr einziger Gefangener. Drei Spuren führen zum Laster. Kannst du ihn scannen? Drin haben sie so viele Leute.
Hauptgebäude. Da. Da müsste Saul drin sein. Gibt's viel Zeug. Das ist riesig. Klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn sie noch nicht alles aus den Wänden gerissen haben, könntest du das lokale Kameranetz hacken. Du musst nur den Kontrollraum finden. Okay. Die haben wir schon. Die Brücke verbindet die Garage mit dem Hauptgebäude. Okay, damit können wir arbeiten. Alles klar soweit? Fassen wir alles nochmal zusammen. Ach, na gut. Die Ruffen halten Saul fest. Er ist irgendwo in ihrem Stützpunkt gefangen. Wir sind die Kavallerie, die ihn hoffentlich rechtzeitig rettet. Du gehst rein und ich gebe dir Deckung. Offener Kampf wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Die sind viele. Wir nicht. Wir müssen jede Chance ergreifen, die Oberhand zu gewinnen. Die sind viele, aber ich habe eine Auto-Ebenwaffe. Schnell wie möglich ja, ab. Holen wir Saul da raus. Klar? Perfekt. Ist der Ben bereit? Hab getan, was ich konnte. Guck's dir an. Ui. Sauber, Mitch. Naja, ich musste ziemlich improvisieren. Egal, das wird reichen müssen. Moment noch. Ich hab da noch was. Falls Saul nicht schon tot ist, werdet ihr das hier brauchen. Aufgemotztes Superjet, Elefantendosis, sollte seine Pumpe wieder auf Zack bringen. Das hoffe ich. Werde ihn kaum auf dem Rücken raustragen. Okay, das sollte alles sein. Wie, fährst du mit mir mit? Ja, klar komme ich mit dir mit. Okay, du fährst. Ich soll fahren? Ja, ich muss noch an meinem Zielfernrohr basteln. Dann fahren wir mal. Moment. Ich muss kurz wechseln. Wir haben sogar ein Radio. Tob dich aus, wenn du willst. Was war das? Da war doch kein Hubbel. Ach, wir müssen da lang. 2 Kilometer. Ja, Logan. Warum habe ich dieses Visier jetzt? Ich fasse es nicht, dass er sich hat schnappen lassen. Andere, okay. Aber Saul? Du sagst doch selbst, er ist nicht in Topform. Schon, aber Zivilisten unter starkem Beschuss über die Grenze schaffen? Dann ein Petrochem-Tanker klauen, die Ventile öffnen, Achten in den Sand malen und alles anzünden, um den Kids eine Show zu liefern? Das ist der Saul, den ich kenne. Jeder hatte seine Idole. Schon klar. Aber
Heilige. Siehst du das? Das ist ein richtig fetter Sturm. Sieht übel aus. Der sieht nicht nur übel aus. Wir müssen uns beeilen. Okay, nochmal der Plan. Du schleichst dich still und leise. Wir müssen das Auto verstecken. Park neben dem Felsen. Okay, los. Ich suche mir einen Hinterhalt und behalte dich im Auge. Pass da unten auf dich auf. Also. Da, Inventar. So. Ikonische Sachen kommen weg. Nicht ikonische. Ikonische Sachen bleiben. Nur ikonische Sachen bleiben. Ich muss jetzt nicht darauf achten, ob ich jemanden töte. Ich hätte gerne Schalli für das Ding. Muss ich doch mal bei dem bleiben. Das hat als einziges ein Schalli. Boru Kabuto? Ja. Trotzdem lustig. Hosen. Upp, die Kreide. Bisschen mehr Panzerung. Ein bisschen Muni. Hey, wir haben Level Up. Da. Okay, bin auf Position. In deiner Reichweite. Guten Tag. Da war ein Mülleimer. Ah. Dann wollen wir mal
Machen wir den Zaun hier kaputt. Hey. Das müsste die Garage sein. Schwer bewacht. Wie ich die kenne, haben sie irgendwas Wichtiges da drin. Vielleicht kriegst du Zugriff auf Sicherheitssystem. Ja, erstmal looten. Okay, das Hauptgebäude ist in deiner Nähe. Dort müssten sie Sol festhalten. Das? Erstmal speichern. Ah. Menü für die Tasche. Hat ja noch was gelabert, von wegen hier seien die Sicherheitssysteme. Ich sehe aber davon nichts. Ich gucke mich nochmal sicherheitshalber um. Nicht, dass ich was übersehen habe. Ist verschlossen. Ah, hier. Sieben A. Eins C. Oder nee. B9. B1 C BD. Das Level 1 haben wir nicht geschafft. Egal, aber Geld für die Tasche. Ja. Kopf unten halten und immer schön der Nase nach. Geht der mal weg? Ich glaube, da speichere ich mal kurz. Okay, Hauptgebäude. Halt die Augen offen. Sol muss irgendwo da drin sein. Ich fühle das. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Finde den Kontrollraum, dann gehören die Kameras dir. Vorsicht, da ist ein Scharfschütze im Turm. Okay.
Komm mal her. Na, ein bisschen ohnmächtig machen den Bub. Er mit dem Geld. Oh, Eckhorn. Ah, seltsam. Scheiße, bleib in Deckung! Du hast es so gewollt! Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da einer kommt. Du überrascht uns jetzt nicht nochmal. Dich entsorgen wir auch gleich wieder. Oh, hier war auch was gewesen. Dann machen wir das hier nochmal. Das wird mir so vorab angezeigt. Nachrichten, Aufklärungsberichte, Datenbedarf, ausschalten.
Ah. Wo es jetzt hier aber weitergeht, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, sobald ihr es noch nicht schon getan habt, die Notation aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Wollt ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was man bei uns abgetappt, der noch einen Twitter-Account für Dennis, den ihr einen Follower drücken könnt und auch alle Feeds-Anzeigen einstellen könnt. Dann solltet ihr safe sein und immer mitbekommen, wann, wie, wo, was bei uns abgeht. In der Ansicht, bis zur nächsten Folge. Adieu.